Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play FIFA 15. Ja, und der Paul übernimmt mal die Aufgabe, dann kann er weitermachen. Ich lasse ihn jetzt noch kurz, wenn er das jetzt vergeigt. Du hast noch? Gut, und jetzt gehen wir ins Spiel. Ja, aber ich bin in der Aufgabe. Das ist einer, der vielleicht üben, ich würde sagen, wir üben dann noch ein bisschen, also dann außerhalb einer Aufnahme. Kann man ja auch außerhalb, wo man ja nicht im Spielmodi spielen kann. Da gibt es einen extra Spielmodi. Und dann ein Skill Challenge, so heißt es ja. Der Schiedsrichter signalisiert, dass Foul von mir. Ich bin BVB, der Paul ist Milan. Von der Team HC gehören bei dem Paul. Der Bauer hat sich entschieden, dass er Milan nimmt. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ja, und da habe ich jetzt die Möglichkeit. Die verstehen sich blind. Marco Reus. Gut, dann kann ich wieder. Da unten auf dem Platz erwartet uns heute Borussia Dortmund, die Schwarz-Gelben. Eine Mannschaft, die sich schon seit den 50ern stets auf ihre Jugendarbeit verlassen konnte. Auch in der Meistersaison 2011. Ja, über 16, die hören ja, ihr hört ja auch bestimmt die Kommentare im Hintergrund. Aus der eigenen Jugend stützen. Ja, und bei FIFA 16, außer für Paul. Ja, und bei FIFA 16 wird dann ein neues Kommentatoren-Duo geben. Also zumindest für die PlayStation 4, wie es bei der PlayStation 4 und 3 und 4. Wie es für die Wii ist, was der das für die Wii hat, weiß ich nicht. Aber ich bin eigentlich, also bei der Wii, da gibt es ja nur die Dezirke-Dosen, also nur aktuelle Mannschaft und Kader. Oder was auch immer, aber weiß ich gleich immer, während hier bei uns alles neu wird. Alles neu. Da wird die Einblendung, also die Einblendung, die Standardeinblendung, über die hier gerade in den Vergleich geblieben bei FIFA 16. Reus. Aber bei der Bundesliga sind dann die Originaleinblendungen dabei. Sie spielen sich den Ball zu wie. Da werden wir dann auch die Bundesliga als Vorstieg spielen bei FIFA 16 dann. Wie wir es hier machen. Und wahrscheinlich werden wir da dann mehr Mannschaften nehmen für die World League, denn da haben wir dann ja mehr Zeit. Denk mal, wir nehmen da dann das Maximum 24 Mannschaften, also weiß ich noch nicht. Da brauchen wir das auch noch nicht. Bender. Aber dann würde ich so sagen, für diese Zeitspanne ist das recht gut. Aubameyang. Auf die Frauen bei FIFA 16 freue ich mich dann auch schon. Passspiel. Die werden wir natürlich auch mitbringen, in der Lücke, dass wir dann die Women's World National League. Warum National? Ja, da gibt es nur Nationalmannschaften, deswegen machen wir es so. Also, haben wir jetzt so ausgedacht, also du, ich denke mal, du wirst es dann auch nehmen und das wird jetzt nichts, Paul. Doch, das wird was. Oh, du hast ein Fehlt verdient, Paul. Aluminium, du hast ein. Die habe ich auch schon, das ist, wenn man vom Pfosten aus ein Tor trifft. Paul hat sich verbessert, finde ich. Also. Eure Meinung würden wir beide auch gerne hören. Also schreibt in die Kommentare, ob er auch findet, ob ihr auch findet, dass der Paul sich verbessert hat. Reus. Aber jetzt werde ich nicht mehr. Aber jetzt hat der mein Jagdinstinkt geweckt. So sieht das der Trainer gern. Geht er rein! Ja. Der geht ins Aus, ins Tor aus, keine Gefahr, Abstoß nur gibt's. Abstoß. Toll, wie er das macht. Ai. Und das, das war knapp. Das war knapp. Nigel de Jong. Alex.
ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Piszczek. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Das war knapp, das hätte auch schief gehen können. Milan, nein. Das Tor, das zählt nicht. Das war eindeutig abseits und das hat der Assistent mit seinen Adleraugen klar erkannt. Bender. Warum passt er nicht? Ich glaube, Pass gedrückt. Nee, funktioniert noch. Was für eine Grätsche. Montari. Halbzeit. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln ja, wollen, und dann über GB. Gleich am Bau. Und zwar. Jetzt. Hallo Leute, jetzt werde ich für euch wieder kommentieren. Ich finde, ich bin wirklich besser geworden. Ich habe ja auch schon ein bisschen Übung gehabt. Ich hoffe, ich schaukel das nach Hause. Aber es kann ruhig knapp werden, es kann ruhig ein 1-2 werden. Das ist mir wurscht, solange es ein Sieg wird für mich. Es sind zwar beides meine Mannschaften, aber ich will endlich mal einen Sieg gegen Timo. Und den kann ich heute holen. Also seid gespannt auf dieses Spiel, das kann auch eng werden. Eng für mich, eng für ihn. Das weiß ich noch nicht für wen. Solange ich jetzt keinen groben Schnitzer mache, da ist der grobe Schnitzer. Ja, wie der Ball da durch die... Guck mal hin! Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Die verstehen sich blendend. Montari. Mkhitaryan. Oh, nimm doch den Ball. Timo gibt hier wirklich alles, um... Bender. Um mal mindestens ranzukommen, aber die Zeit, die tickt gnadenlos. Yes, oh, ich dachte, der ging durchs Netz durch, aber nein, er ging nicht rein. Jetzt gibt es da unten Gelb. Und zwar für den AC Milan und der muss sich von nun an in den Zweikämpfen natürlich. Warum denn Gelb? Nigel de Jong. Mkhitaryan. Eine leichte Beute. So macht die Balleroberung Spaß. Montari. Nurisch ein. Der Ball geht hin und her. Und da ist der Mann mit der gelben Karte. Das ist der. Der Pfeil leuchtet gelb auf. Ah, nee, ist gar nicht so. Marco Reus. Ah, doch, ist so. Eine präzise Flanke, aber der Abwehrspieler, er kommt trotzdem ran. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Reus. Ja, der platzt ja fast vor Selbstvertrauen. Und das wirkt sich auch auf die Mitspieler aus. Diego Lopez. Nigel de Jong. Montari. Nein. Nurische Einhandball. Ich wäre durch gewesen. Reus. Schein. Ah, nein. War das wieder knapp. Und den holt er sich locker. Ja, dann profitiert er vom guten Stellungsspiel. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Mazzini.
könnte was werden. Der könnte passen. Ja! Und damit führe ich mit 3 Toren. Das Ding ist gelaufen für Timo. Das hat man auch selten. Sie hören einfach nicht auf mit dem Torschießen. Ja, und das ist, das sehen wir hier nochmal ganz deutlich, eine Zwei-Klassen-Geschichte heute hier, dieses Fußballspiel. Sie liegen deutlich und klar vor. Marco Reus. Jetzt macht mir das eh nichts mehr, wenn ich jetzt ein Tor kassiere. Ich habe mich gut kommentiert heute, ganz wenig kommentiert, aber ich habe das heute gut gemacht. Ich bin ein bisschen schwer, das so zu beurteilen. Er hat ja jetzt ist das Spiel gelaufen und da macht er einfach nochmal einen Schuss, um Zeit zu gewinnen. Aber immerhin, da ist es das Erfolgserlebnis. Allerdings, es ist nur Ergebniskosmetik. Da läuft er ganz weit raus und kontrolliert den Ball. Und das ist, meine, genau das ist es an dieser Stelle. Den muss er auch kontrollieren. Nicht einfach nur wegpölen, sondern Google aufnehmen, weiterspielen und quasi den nächsten Angriff einleiten. Danke. Ich dachte, es ging jetzt. Also, schönen Tag noch. Tschüss, sage ich von meinerseits. Bis morgen. Der Schlusspfiff des Unparteiischen.